Das Wort hat der Kollege Detlef Seif für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das zweite Kostenrechtsmodernisierungsgesetz verfolgt im Wesentlichen drei Ziele. Erstens Vereinfachung und Verbesserung des Kostenrechts. Zweitens Anpassung der Vorschriften, die sich mit Entschädigung und Vergütung beschäftigen, also insbesondere bei Rechtsanwälten, Notaren, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern. Und drittens die Sicherung eines ausreichenden Kostendeckungsgrades im Einzelnen. Die neue Regelung soll die Gerichte entlasten und eine einheitliche Rechtsprechung sicherstellen. Dabei bildet die Modernisierung des Gerichtskostenrechts für die freiwillige Gerichtsbarkeit und die Modernisierung des Notarkostenrechts den Schwerpunkt. Die Ministerin hatte es erwähnt, die bisherige Kostenordnung ist wirklich in die Jahre gekommen und muss neu gestaltet werden. Die Gesetzesnovelle berücksichtigt die Anforderungen des zusammenwachsenden Europas, die Anforderungen der elektronischen Datenverarbeitung. Die Kostenordnung wird abgelöst durch das Gerichts- und Notarkostengesetz. Die Regelungen für Gerichte und Notare werden jetzt deutlich voneinander getrennt. Die waren vorher total ineinander verwoben. Gleiches gilt für Gebühren- und Auslagentatbestände. Die Gebührenstruktur hinsichtlich der Notarkosten wird vereinfacht. Zahlreiche neue Geschäftswertvorschriften, die zum Teil aus der Kostenrechtsprechung resultieren, die sehr umfangreich war, die Geschäfte auch, die Gerichte teilweise auch extrem belastet haben, werden im Gesetz aufgeführt. Zugleich werden Auffangtatbestände beseitigt und die Gebührenregelungen leistungsorientierter ausgestaltet. Auch das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz wird angepasst. Insbesondere wird die Sachgebietsliste zur Eingruppierung der Sachverständigen eindeutiger gefasst. In der gerichtlichen Praxis traten auch hier bislang erhebliche Abgrenzungsprobleme auf. Meine Damen und Herren, wer gute Arbeit leistet, sollte zumindest im Regelfall auch eine angemessene Vergütung dafür erhalten. Deshalb ist nachvollziehbar, bitte, Sie können gerne applaudieren. Deshalb ist nachvollziehbar, dass sich die betroffenen Berufsgruppen natürlich auch sehr intensiv an unserem Gesetzgebungsprozess beteiligen. Die Änderungen im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz wurden kritisiert, werden kritisch begleitet von der Anwaltschaft, insbesondere von der Bundesrechtsanwaltskammer und dem Deutschen Anwaltsverein, die das in einer gemeinsamen Stellungnahme sehr ausführlich dargelegt haben. Beispielsweise führt die Einführung weiterer Streitwertstufen, auch wenn wir eine Erhöhung anstreben, zu niedrigeren Gebühren als bisher. Oder auch die zusätzliche Gebühr für umfangreiche Beweisaufnahmen spielt kaum eine Rolle in der Praxis, weil sie erst ab dem dritten Termin gegeben werden soll, allerdings normalerweise Prozesse kaum mehr als zwei Termine haben. Auch von Sachverständigen kommt Kritik. Dadurch, dass die Sachgebietsliste klarer und enger gefasst wird, kann es im Einzelfall dazu kommen, dass Sachverständige weniger Honorar einnehmen als vorher. Das liegt aber nicht daran, dass der Gesetzentwurf falsch ist, sondern dass bisher eine Eingruppierung in eine Honorarstufe erfolgte, die eigentlich nach den Marktpreisen nicht berechtigt war. Fast alle Beteiligten sehen im Ergebnis das vorliegende Gesamtpaket positiv und drängen auf eine schnelle Verabschiedung. Die letzte echte Gebührenerhöhung, haben wir auch gehört, war im Jahr 1994. Es folgte im Jahr 2004 dann eine strukturelle Veränderung des Gesetzes. Die hat in den meisten Fällen zu höheren Gebühren geführt, aber nicht in allen Fällen. Der durchschnittliche Überschuss eines Einzelanwalts pro Monat liegt zurzeit bei 3.300 Euro. Zieht man dann die Beiträge für das Versorgungswerk ab, die Krankenversicherungsbeiträge und die Steuern, landen wir bei einem monatlichen Nettobetrag von ungefähr 1.700 Euro. Die Zahl spricht für sich selbst. Nach 9 Jahren ist es an der Zeit, eine Erhöhung auf den Weg zu bringen, die letztlich mehr als einen reinen Inflationsausgleich darstellt.
Aber, meine Damen und Herren, an dieser Stelle, Stichwort kalte Progression, der durchschnittliche Rechtsanwalt rutscht in einen höheren Steuertarif, sodass ihm noch nicht einmal der volle Inflationsausgleich verbleibt, auch wenn wir das Gesetz so verabschieden, wie jetzt angedacht. Die Koalitionsfraktionen haben kein Verständnis, auch an der Stelle, dass der Bundesrat das Gesetz zum Abbau dieser nachteiligen Folge der kalten Progression verhindert hat. Es kommt noch was anderes. Betroffen sind nicht nur Arbeiter und Angestellte, sondern, wie Sie hier auch sehen, Selbstständige mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Meine Damen und Herren, auch wenn der vorliegende Gesetzentwurf im Wesentlichen in Ordnung ist und eine gute Kompromisslösung darstellt, so ist mir doch eins aufgefallen, das Honorar für die Übersetzer. Da ist noch ein deutliches Missverhältnis gegeben, wenn man sieht, was am Markt erzielbar ist und was wir vorsehen. Ich denke, bis zur zweiten Lesung sollten wir hier noch an der Stellschraube drehen. Das zweite Kostenrechtsmodernisierungsgesetz wird zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades führen. Dieser ist in den vergangenen Jahren, das haben wir richtig gehört, unter 50% gerutscht. Aber jetzt hat die Bundesregierung gerechnet auf Datenmaterial, das die Länder zur Verfügung gestellt haben, und kommt zu einem Ergebnis von Deckungsgrad über 51%. Deshalb kann ich die Argumentation der letzten Rede, Frau Dr. Kolb, nicht nachvollziehen. Höhere Gerichtskosten, wie vom Bundesrat gefordert, in einem weiteren zusätzlichen Volumen von 230 Millionen Euro, erschweren nicht nur den Zugang zur Justiz und zum Recht, sie würden auch die Belastung für Bürger und Wirtschaft gegenüber dem Regierungsentwurf fast verdoppeln. Und man muss sich eins verdeutlichen: Wir haben einen Föderalismus, wir haben Finanzierung, Querfinanzierung. Und es ist selbstverständlich, dass die Länder, die für Justiz zuständig sind, für die Finanzierung auch aufzukommen haben und dass ein Teilbetrag nur abgedeckt ist und eben nicht der volle, um den Zugang zum Recht nicht zu erschweren. Und meine Damen und Herren, das Feilschen einiger Bundesländer, ich habe die Signale ja schon wieder verstanden, auf eine weitere Anhebung der Gerichtskosten. Da kann ich mir am Schluss meiner Rede nicht verkneifen, auch auf das vom Bundesrat verhinderte Besteuerungsabkommen mit der Schweiz zu verweisen. Das habe ich jetzt auch noch eingebunden. Zum Jahreswechsel am 31. Dezember 2012 sind Steuerforderungen des Staates in einer Größenordnung von 1 Milliarde Euro verjährt. Wir hätten durch das Besteuerungsabkommen 10 Milliarden Euro generiert, die wir den Ländern zur Verfügung gestellt hätten. Das hätte ausgereicht, um den Mehrbetrag, den Sie jetzt fordern, 230 Millionen Euro ohne Zins und Zinseszins, für 43 Jahre, ich betone, 43 Jahre abzudecken. Mein dringender Appell an Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition und an die Mitglieder des Bundesrates: Wir haben zur Bundestagswahl in diesem Jahr, die Kostenrechtsmodernisierung ist aber zu wichtig. Sie darf keinem wahltaktischen Kalkül zum Opfer fallen. Wie bereits das Gesetz zur kalten Progression. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, der steuerlichen Entlastung der energetischen Sanierung und das Besteuerungsabkommen mit der Schweiz. Vielen Dank.